Hallo, ich bin der Tino von CTD Germany und in dieser Videoreihe wollen wir euch ein paar hilfreiche Tipps und Informationen zum Nissan 350 und 370Z geben. Wir sind ja meistens Anlaufpunkt für irgendwelche Probleme. Das heißt, ihr könnt uns anrufen, wenn euer Wagen nicht richtig läuft oder ähnliches. Wir helfen euch gerne weiter. Wir haben keine 0900er-Nummer oder ähnliches. Ja. Wir machen das gerne. Und wir haben aber des Öfteren mal eine Anfrage bekommen, wo wir die Lösung jetzt auch mal hier im Video zeigen möchten. Das ist kein Produkt, was wir verkaufen, das ist einfach nur eine Lösung, wo ihr vielleicht mal nachgucken sollt. Und zwar kann es vorkommen, dass euer Fahrzeug bei 2500 Touren begrenzend im Leerlauf nicht so schön läuft. Ja, das heißt, also, es hört sich wirklich an wie so ein Drehzahlbegrenzer bei 2500 Touren. Da geht nichts mehr drüber. So, das Erste, was ihr machen solltet in dem Moment, ja, ist, ich habe es hier schon liegen, den Luftmassenmesser prüfen. Kleines Teil mit großer Wirkung. Ja, der Luftmassenmesser misst unter anderem Temperatur und die Luftmasse, die im Ansaugsystem oder hinter dem Luftfilter, zwischen Luftfilter und Drosselklappe sitzt, der vorbeiströmt. So, beim 370Z habt ihr zwei davon, beim 350Z DE Motor habt ihr einen, beim HR zwei. So, was kann passieren? Ist der Luftfilter stark verschmutzt? Oder aber auch, ihr habt den mal getauscht oder ihr fahrt mit einem offenen System oder ähnlichem, kann es passieren, dass der Luftmassenmesser dreckig wird. Das heißt, hier sind ganz feine Drähte drin, Widerstände, die ja die Luftmasse und die Temperatur messen. Und wenn da irgendwas gegenkommt, ein Gegenstand oder ähnliches, dann ist das Signal natürlich falsch, was an das Steuergerät übermittelt wird und das Fahrzeug geht in den Notlauf, begrenzt bei 2500 Touren. Das ist das Problem, was schnell zu lösen ist. Wir haben zwei Schrauben im Ansaugrohr rausgezogen, den Luftmassenmesser, reingeguckt. Ja, ich selber habe bei einem Fahrzeug hier auf dem Hof mal eine tote Mücke gefunden. Ja, die war total vertrocknet, die saß da drin. Rausgezogen, pop, reingesteckt, Auto lief wieder. Alles schön. Vor kurzem ein guter Kunde, der auch driftet mit dem Fahrzeug, irgendwo auf dem Flugplatz am Driften gewesen, genau das gleiche, Fahrzeug begrenzt. Ich habe dem gesagt, schau mal bitte erstmal nach dem Luftmassenmesser. Angerufen, Tino, voll geil, du hast recht gehabt, waren Pollen drin. Blütenpollen haben sich einfach am Luftmassenmesser verkantet. Ich zeige euch nochmal ein Bild davon, wie das aussehen kann. Wie gesagt, das ist einfach eine super easy Geschichte. Und wo ihr keine Angst haben müsst, ihr macht da nichts kaputt dabei. Einfach durchpusten, eventuell auch nochmal ein bisschen reinigen, wieder reinstecken. Auto läuft. Kleiner Tipp von mir, kostenfrei. Bis zum nächsten. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Nissan 350Z, 370Z oder GTR, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Like das Video, würde uns freuen. Die häufigsten Fragen greifen wir in den nächsten Videos auf und hoffen, euch weiterhelfen zu können damit. Bis dahin.